Englands Adel beschäftigt mehr denn je die Welt. Von drei Richtungen ist zu erfahren, wer bei den Royals am interessantesten von sich reden macht. Im Moment ist es natürlich King Charles III., der seine erste Geburtstagsparade feierte und selbst mitritt, was erstmals in der 260 Jahre alten Tradition seit Queen Elizabeth stattgefunden hat. Der größte Windsor bekam allerdings starke Konkurrenz vom kleinsten, Prinz Louis, der mit Faxen und Grimassen die Herzen der Fans gewann. Der fünfjährige Knirps saß in der Kutsche mit seiner Mama Kate, die grandios aussah, ganz in Grün und hatte ihren Kopf mit einem breitkrempigen Hut gekrönt, der ihrer ganzen Figur Schatten spendete. Königin Camilla wollte natürlich nicht nachstehen und gab ihren Beitrag zum glamourösen Gesamtbild auf ihre Weise bei, indem sie eine Robe exakt im Rot der Uniformen der 1400 Paradesoldaten ausgewählt hatte. 200 Pferde ließen natürliches Parfüm verströmen, über das der kleine Prinz nicht amused war und offensiv seine Nase zuhielt. 400 Parademusiker erzeugten die Sounds des Festtags, den keiner aufwendiger wie der King. Auch die Nachrichten der königlichen schwarzen Schafe der Windsors verstummen nicht. Kaum ist Prinz Harrys Auftritt vor Gericht vergessen, schon sorgt seine Frau für einen neuen Knüller. Es sieht ganz so aus, als ob sie die Herzogin von Dior wird. Power Agent Ari Emanuel, dem charismatischen Chef der Talentagentur William Morris Endeavor, will Meghan neu erfinden. Voll im Gange sind die Vorbereitungen der Unterzeichnung eines großen Vertrages mit dem französischen Couturehaus Dior, um sie neben Weltstars wie Rihanna und Jennifer Lawrence zum Gesicht des Unternehmens zu machen. In Beverly Hills reden sie übrigens nur noch von Meghan. Seit der Netflix-Streaming-Serie, die mit 80 Millionen Pfund honoriert wurde. Man kann sich vorstellen, wie ihre Unterschrift bei Dior vergoldet wird.